Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Mit dabei Katzenreporter Luke. Der war für euch auf der Insel der Freude, denn dort ist ein Vulkan ausgebrochen. Ja, der Mount Danny Büchner ist explodiert nach einer erotischen Bikini-Foto-Kampagne. Scheint die Lava so richtig am Kochen zu sein, zumindest was das Internet betrifft, denn ja, der Vulkan ist ausgebrochen, der Hate-Sturm war groß, ich war überrascht, denn ich habe keine negativen Kommentare mehr gefunden. Wurden sie vermutlich gelöscht? Es kann sein. Ein Glück hat die Gala darüber berichtet, um euch die neuesten Informationen von diesem Vulkan zu präsentieren. Wichtig, das ist mir sehr, sehr wichtig, wir betreiben hier kein Bodyshaming. Danny Büchner steht egal für welche andere Frau, die kann tragen, was sie will, sie kann sich zeigen, was sie will. Ich selber habe keine schlanke Figur und wenn ich eines verachte, dann ist das Bodyshaming. Von daher, lasst Danny Büchner so sein, wie sie ist. Lass sie in ihren Bikinis zeigen. Ich finde dort, man kann natürlich eine Meinung haben, man kann das nicht gut finden. Man kann auch sagen, man findet es nicht gut, aber jemand zu diskreditieren aufgrund seiner Körperfülle ist daneben, ist nicht in Ordnung und da werde ich mich immer von distanzieren. Ganz, ganz wichtig, wenn wir uns jetzt hier ein, zwei Bilder anschauen. Das gilt auch für euch. Bitte bleibt höflich und sachlich in den Kommentaren. Ich denke mal, es wird einen Grund haben, warum gemeine und fiese Kommentare von Danny Büchners Fotos verschwunden sind. Oder aber ich habe sie einfach nicht gefunden. Das kann natürlich auch sein. Ich bin mir nicht sicher. Wir schalten also einmal rüber zum Artikel der Gala. Die haben nämlich diesen großen Shitstorm aufgenommen und darüber berichtet. Und hier sehen wir schon das erste Foto von Danny Büchner. Und das ist auch das Bikini-Foto, welches für solches Aufregen gesorgt hat. Und die Schlagzeile hier, ihre neuen Bikinis-Fotos sorgen für Aufruhr. Mit den neuen Fotos in einem knappen Bikini sorgt Daniela Büchner für hitzige Diskussionen im Netz und bezieht direkt Stellung. Ein neuer Tag, ein neues Foto von Daniela Büchner, 45, das im Netz für Aufsehen sorgt. Dieses Mal zeigt sich die Influencerin in pinkfarbenen Bikini und das gefällt nicht allen. Hello Summer schreibt Dani Büchner zu zwei neuen Fotos, die sie auf Instagram teilt. Die Aufnahmen zeigen die Unternehmerin in einem knappen Bikini im knalligen Pink. Selbstbewusst posiert die Fünffach-Mama im Pool. Fotos, die der Meinung der Fans im Internet spalten. Zitat Ende und das kennen wir ja schon. Die Fans bzw. auch Dani hat eine sehr toxische Community, was uns so viel bedeutet. Sie bekommt sehr viel Hate für das, was sie tut. Das liegt natürlich nicht an ihrem Körper, das liegt tatsächlich mehr, ja, das liegt mehr daran, wie sie sich im Internet selbst präsentiert, mit Aussagen, mit Werbekooperationen, mit Meinungen, die sie öffentlich vertritt, die stoßen an und natürlich baut man sich so nicht nur eine Community auf, man baut sich auch eine kleine Hater-Bubble auf und diese Hater-Bubble, die ist mir bei Danny Büchner schon sehr oft aufgefallen, die ist sehr groß, ist sehr stark und ist eigentlich fast dieselbe wie bei Iris Kleid. Es ist sehr interessant, was es zwischen den zwei Frauen, obwohl die sich spinnefeind sind, was es dort für Parallelen gibt, ja. Es sind zum Beispiel auch diese Kollagen-Werbungen, die beide machen. Das mal so nebenbei. Wir machen weiter. Wilde Diskussion zwischen den Fans. Während viele Fans positiv auf das Foto reagieren und Dani für ihr Selbstbewusstsein bewundern, hinterlassen einige auch viele fiese Kommentare unter dem Foto. Sie kritisieren zum Beispiel den Körper der fünffachen Mutter, die ihren Abnehmerfolg in den letzten Monaten stolz auf Instagram teile. Po muss man trainieren, schreibt ein Nutzer frech unter das Foto. Ich möchte hier nochmal ganz klar sagen, ich distanziere mich und ich habe das schon mal gesagt von solchen Body-Shaming-Aussagen. Ich selber, ihr wisst, auch ich bin kein Danny Büchner-Fan, aber das hat nichts damit zu tun, dass sie sich schön finden darf. Sie darf sich zeigen, wie sie möchte und wer es nicht sehen will, braucht sich die Fotos ja nicht anschauen. Ich finde sowas wirklich primitiv, wenn man sich da negativ über den Körper einer Frau oder eines Mannes äußert. Und hier werde ich auch ja, das so ganz klar formulieren, dass sowas einfach nicht geht und ich mich davon distanziere. Gemeine Kommentare
Doch Danny bleibt cool. Es dauert nicht lange, bis Daniela selbst Stellung zu den Kommentaren bezieht. Sie teilt das Foto in ihrer Story. Hier ist die Frau, die es gewagt hat, sich im Bikini zu zeigen. Ein ganz normaler Körper einer fünffachen Mutter. Und unglaublich viele verschiedene Meinungen dazu, schreibt Dani. Meinungen, die an der brünetten Influencerin abzuprallen scheinen. Doch am wichtigsten ist mir meine eigene Meinung mittlerweile, fühlt sie selbstbewusst fort. Ja, hier ist es, ein ganz normaler Körper. Das haben wir gerade gelesen. Ja, was soll ich euch sagen? Das erstmal Zitat Ende. Also ich habe, wie gesagt, unter dem Foto geguckt. Ich habe so 3 Minuten meiner Zeit investiert, mal durchzuscrollen. Ich habe keine negativen Kommentare mehr gefunden. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese negativen Kommentare jetzt in dem letzten Tag gelöscht wurden. Entweder von Dani, vom Management, ich weiß es nicht genau. Ich habe nichts gefunden. Ich würde sagen, wir lesen mal noch die kleine Stelle hier. Ich habe halt nur diesen einen Körper. So ganz scheint Dani das Thema jedoch nicht loszulassen. Mit einem Video wendet sie sich direkt an ihre Community. Wisst ihr was? Ganz ehrlich, ich habe halt nur diesen einen Körper und es ist völlig okay so und ich lebe in diesem Körper und ich hoffe, ich darf noch ganz lange in diesem Körper leben. Ob ich zunehme oder noch mehr abnehme, so what, ist doch egal, oder erzählt sie. Abschließend ruft Dani zu mehr Respekt in den sozialen Netzwerken auf. Ich versuche mir immer wieder darüber bewusst zu sein, dass es ganz wichtig ist, Respekt zu haben, aber den haben viele hier nicht in Social Media. Das ist sehr schade. Zitat Ende, Dani Büchner. Und ja, was soll ich euch sagen? Also ich bin ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, ich finde es gut, dass Dani Büchner Stellung dazu bezieht, dass sie ganz klar sagt, nee, es ist mein Körper, ich darf mich zeigen, wie ich will. Ich gebe dem Hate hier keine Chance. Das ist völlig in Ordnung. Das finde ich gut, dass sie das gemacht hat. Das ist so meine persönliche Meinung. Ich finde auch, wenn es ihre Entscheidung ist, solche Fotos von sich ins Netz zu stellen, dann soll sie das tun. Warum auch nicht? Womit ich meine Schwierigkeiten habe, ist der Hass im Netz, ist die Hetze im Netz. Den sehen wir ja bei vielen prominenten B-Promis, dass es Aussagen gibt, die immer sehr beleidigend sind, immer sehr unter der Gürtellinie sind. Das ist etwas, wovon ich mich distanziere, was ich nicht nachvollziehen kann. Was ich aber trotzdem im gleichen Zusammenhang sagen möchte über Dani Büchner ist, dass sie auch eine sehr provokante Persönlichkeit ist. Sie hat es immer mal wieder gezeigt in ihren Instagram-Stories. Gerne holt sie auch Hate-Nachrichten heraus, zeigt sie, veröffentlicht sie. Ist sie gutes Recht, kann sie machen, sorgt damit aber auch immer für einen negativen Zungenschlag. Einige finden das gut, einige finden es gut, wenn man auch die andere Seite dieser goldenen Medaille sieht. Das kann ich auch nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es für Dani Büchner bestimmt auch wichtig, sich in irgendeiner Form zu äußern. Dass ihr dieses Foto jetzt einen Presseartikel gebracht hat, das wird sie vermutlich schon sich gedacht haben. Und dass da natürlich auch ein bisschen, ja, Eigennutz hintersteht, wenn die mediale Aufmerksamkeit nicht abreißt, ist ja auch relativ klar. Und das ist halt das, was ich daran so ein bisschen vielleicht kritisieren mag, dass man vielleicht das Thema Bodyshaming bewusst ausgenutzt hat, um damit zu polarisieren. Das ist natürlich etwas, das kann man nur vermuten. Es ist halt ein sehr, sehr schwieriges Thema. Für mich ist klar, man sollte sich nicht für seinen Körper schämen. Im Gegenteil, man sollte sich genau so zeigen, wie man sich fühlt, solange es selbst einem gut tut. Und ich denke mal, das ist hier die richtige Botschaft auch für mich. Denn auch ich habe keine Sommerfigur, Freunde. So, ich gehe jetzt aber raus in den Sommer, denn es ist soweit. Es ist Sonntag. Ich glaube, ich mache jetzt langsam mal Feierabend. Wünsche euch aber einen hervorragenden Sonntag. Und freue mich, wenn wir uns wiedersehen morgen früh um 8 zum ersten Kaffee. Wir starten in die Woche mit neuen Themen. Viel Trash und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ihr könnt ja mal gucken. 7 fehlen noch und dann haben wir die 12.500. Es wäre mir ein Fest. Also macht es gut. Tschüss.